Rolf Peter Sieferle, Finis Germania, eine neue Staatsreligion. In regelmäßigen Abständen kann der geübte Fernsehzuschauer eine Inszenierung betrachten, die in etwa so verläuft. Der Bundespräsident hält vor den versammelten Parlamentariern eine historische Predigt, worin er die Untoten beschwört und eine Wahrheit verkündet, die alle kennen und an die alle glauben. Seine glatten, samtnen Worte erzeugen die gewünschte Stimmung des Einverständnisses, bewirken Betroffenheit. Man bemerkt sofort, hier wird die Wahrheit eines Mythos offenbart. Die rituelle Verkündung präsentiert keinen neuen, keinen originellen Text. Ihr spezifischer Informationsgehalt muss bei Strafe der Empörung gegen Null gehen. Sondern eine Gemeinde von Gläubigen wird zur Andacht versammelt. Der Inhalt der vorgetragenen Geschichte bleibt ewig neu und immer wahr. Er kann und darf nicht vergessen werden, sondern ist permanent von Neuem zu erzählen. Die endlose liturgische Repetition einer immer gleichen Geschichte beschwört deren unverlierbare Aktualität. Das erste Gebot aber lautet: Du sollst keinen Holocaust neben mir haben. Das Ritual der Vergangenheitsbewältigung besitzt Züge einer veritablen Staatsreligion. Das Dogma ist einfach und eingängig. Die Urväter, die Nazis, haben die schwerste und singulärste Schuld auf Erden auf sich geladen und sich, wie auch ihre Nachkommen, damit aus dem Paradies der Geschichtsnormalität ausgeschlossen. Ihre unaussprechlichen, aber gerne nacherzählten Verbrechen bildeten eine Rebellion gegen das Gebot des Fortschritts und der Humanität. Sie waren entweder ein Rückfall in die Barbarei oder aber, schlimmer noch, historisch einzigartig von der Qualität des Falls Adams. Diese Ursünde erhebt sich nun von Geschlecht zu Geschlecht fort. Sie wird zur Erbsünde, die nicht vergessen oder verdrängt werden kann und darf. Damit ist das Volk der Nazis zum negativ auserwählten Volk geworden. Die Größe der Schuld seiner Erzväter hat es für immer aus dem normalen Gang der Geschichte herausgehoben. In dieser Schuldhaftigkeit ist es einzig unter den Völkern, da seine Verbrechen von einzigartiger Größe waren. Dieses verworfene Volk lebt noch im alten Bund mit der Geschichte. Noch ist ihm kein Messias erstanden, der Erlösung von der unverzeihlichen Schuld gewähren konnte. Das Drama bleibt daher von alttestamentarischer Härte. Adam Hitler wird durch keinen Jesus aufgehoben. Man würde einen solchen Jesus wohl auch schleunigst kreuzigen. Die Schuld bleibt daher total, wird von keiner Gnade kompensiert. Dieses sündenbeladene Volk, das sich dieser Schuld niemals entledigen kann, die Vergangenheit nicht entsorgen darf, fällt nun, wie zu erwarten, in die Hände der Priester. Ihre Aufgabe ist es zu mahnen, zu erinnern und den Mythos wachzuhalten. Aus dem Dogma entspringt ein Auftrag, eine Sendung. Die totale ethische Beweihräucherung und Missionierung der Welt. Was zwar die Sünde nicht tilgen, aber doch Entlastung bringen kann. Durch die Kombination von Zerknirschung und Gutherzigkeit kann ein neuer, entpolitisierter Typus geschmiedet werden. Die neue Staatsreligion herrscht praktisch unangefochten. Ihre Anhänger und Verkünder finden sich in allen politischen und gesellschaftlichen Lagern, von der mittleren Rechten über die mittlere Linke bis zum antifaschistischen Terrorismus. Diese Ubiquität ist Zeichen ihrer enormen Vitalität.
Und doch soll es auch hier untergründige Freigeister geben. Es sind dies die Leugner, Verdränger, Relativierer, also diejenigen, die in heilloser Tradition zu einem Verfahren, das einst Aufklärung hieß, an dem Mythos kratzen. Aber gibt es sie wirklich? Oder sind diese Ketzer nicht letztlich doch eine Erfindung der Orthodoxie?